Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder in Springfield gelandet und heute geht es daran, eine Bank zu bauen. Und zwar bauen wir heute die BS Bank, also unsere First Bank of Springfield. Die siehst du schon vor uns hier, die werden wir heute auch komplett einmal bauen. Das ist dann, sag ich mal, so ein bisschen von, hinten gut, ist jetzt nur der Vorbau. Das ist jetzt an sich eine Version aus der Spiel-App und auch aus den Folgen der Simpsons, so ein bisschen zusammengemixt. Ich blende euch das Ganze hier einmal ein. Ja, das werden wir heute bauen. Ich weiß. Ich habe eigentlich gesagt, wir bauen erstmal was ganz anderes in Springfield. Und zwar habe ich ja gesagt, wir bauen erstmal so ein NASA-Zentrum. Das ist aber auch wieder daher gekommen, weil ich immer so ganz viel, sag ich mal nebenbei, so mit Weltraum und mit der Forschung und so alles, was so im Universum ist, zu tun hat, ein bisschen so nebenbei gemacht. Mich so ein bisschen auch alles angeguckt, so ein paar Dokus. Und irgendwie hatte ich die Lust dran jetzt auf einmal verloren. Und irgendwie, ja, wenn man keine Lust hat, gerade mit dem Thema, dann beschäftigt man sich auch nicht gerade damit. Ja, und dann habe ich mir überlegt, okay, was machst du jetzt ansonsten neben den NASA-Zentren? Was kann man vielleicht irgendwann mal bauen? Und da dachte ich mir jetzt, dann machen wir erstmal eine Bank. Denn in Springfield haben wir an sich ja noch keine Bank gehabt. Und ich denke mir so, die ganzen Firmen und alle anderen, ja, die hier so in Springfield leben, die wollen natürlich auch ihr ganzes Geld irgendwo sicher hinbringen, damit hier keiner irgendwie kommt und sich das holt. Und da ist ja nichts Besseres als die BS, also unsere First Bank of Springfield. Da gab es ja auch nur so selten einen Überfall. Vielleicht gibt es auch so eine Folge. Ich blende euch einfach mal ein, falls das so eine Folge geben sollte, dass die mal überfallen ist. Und vielleicht waren da auch unsere Simpsons mit drin. Ach, wer weiß das schon. Naja, jedenfalls wollen wir die heute bauen. Und da würde ich sagen, legen wir gleich los. Ich habe mich entschieden, dass sie einfach mal hier in unserer, ja, sag ich mal, in der Nähe des Hafens entsteht. Hier habe ich noch so eine kleine Lücke, die müssen wir auch immer wieder ein bisschen füllen. Und da passt das alles relativ gut rein. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich schon gesagt, dass das hier nur der Vorbau ist. Also das Original wird sich komplett einmal verändern vom ganzen Blockmaterial und von der Farbe. Und ja, so, dann sollte ich eigentlich alles gesagt haben und dann geht es auch eigentlich relativ jetzt hier los. Zack, gehen wir an die Kiste ran und holen uns erstmal unsere ganzen Blöcke raus. Denn wir brauchen hier wieder jede Menge Blockmaterial. Und es geht los, ganz einfach. Wir holen uns zum Bauen einmal weißen Beton raus, denn Steinziegelblock, davon die Stufe und die Treppe. Also das komplette Steinziegel brauchen wir heute. Dann holen wir uns auch blauen Zement raus. Da kannst du auch vielleicht blaue Wolle nehmen. Muss mal gucken, was dir mal besser gefällt. So, dann holen wir uns noch einen Ofen raus. Dann natürlich Fichtenholztreppe. Dann nochmal davon die Stufe. Und dann nochmal als Glasfarbe für unsere Fenster und so habe ich mich heute fürs blaue Glas entschieden. Also das hellblaue Glas. Kannst du natürlich auch jedes andere nehmen, was dir halt immer gerne gefällt. So, wenn wir dann das ganze Blockmaterial zusammen haben, geht's los erstmal mit dem weißen Beton. Und dann ziehen wir uns erstmal die komplette Grundfläche von unserer Bank. Und da geht es einfach los, würde mal sagen, wir fangen immer in so einer Ecke an. Also bei mir ist das hier perfekt in der Ecke drin. Von daher kann ich hier einfach mal perfekt loslegen. Und wir ziehen uns erstmal den Grundriss und zwar einfach mal von der Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 Blöcke erstmal gerade lang ziehen. Danach geht das einfach mal nach hinten weg oder zur Seite weg, wie man es immer gerne sehen möchte. Da setzen wir dann jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Blöcke noch ran. Auf der anderen Seite müssen wir das Ganze auch nochmal machen. So, wenn wir dann auch hier 21 Blöcke lang gezogen haben, können wir hinten das Ganze einfach mal miteinander verbinden. Wunderbar. So, dann haben wir schon mal unseren Grundriss gezogen und den müssen wir jetzt noch ein bisschen größer machen. Da setzen wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 5 weitere Blöcke rauf, dass wir insgesamt 6 Blöcke haben. So, das müssen wir natürlich jetzt überall einmal machen. Wenn wir dann, sage ich mal, jetzt hier noch 5 weitere Blöcke raufgesetzt haben, haben wir den Grundriss schon fast geschafft. Jetzt kommen wir natürlich noch schon für die kleine Vorarbeit für unser Dach. Da würde ich sagen, fangen wir an den Seiten einfach an. Die Seiten sind natürlich jetzt hier unsere kürzeren Seiten, ne? Die längeren Seiten sind natürlich die Vorder- und Hinterfront. So, das heißt jetzt an den Seiten lassen wir an der Seite jeweils einen Block frei und ziehen erstmal eine Schicht hin. So, danach lassen wir jeweils 2 Blöcke immer frei und setzen wieder eine Schicht hin. Das machen wir dann noch ein zweites Mal. Und ganz oben haben wir 3 Blöcke. So, das ist dann, sage ich mal, unser Bau für das Dach. Auf der anderen Seite müssen wir es auch nochmal machen.
Wenn wir das dann an den Seiten fertig haben für unser Dach, geht's dann los langsam mit der Tür zu unserer Bank. Da wechseln wir einmal zu unserem Steinziegelblock und dann heißt es einfach mal auf unserer Vorderseite, dass wir dann auf die rechte Seite hingehen und da dann von der Wand aus einfach mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 Blöcke, ich mache mir mal kurz eine Markierung hier hin und dann der 6. Block schlagen wir weg und dann vom 6. ziehen wir einfach mal 1, also sagen wir, hier haben wir jetzt den 6. Zählen wir mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, müssen wir 7 Blöcke an sich freischlagen. Machen wir hier einfach mal. Das Ganze müssen wir dann noch eine Höhe machen von insgesamt 4 Blöcken. So, das heißt natürlich, hier an der Seite haben wir 5 Blöcke. Dann 7 Blöcke freihauen auf einer 4er Höhe. So, okay, wenn wir das Ganze dann haben, setzen wir jetzt einfach hier von der Seite, lassen wir den ersten frei. Beim zweiten setzen wir komplett einmal einen Ziegelblock bis nach oben hin. Dann lassen wir 3 Blöcke frei. Auch wieder einen Ziegelblock hinsetzen und den lassen wir natürlich frei. So, jetzt nehmen wir unsere Steinziegelstufen und setzen an den Seiten jeweils unten und oben eine Stufe hin, machen wir auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Danach nehmen wir den Steinziegeltreppe und die platzieren wir dann ganz normal hier oben hin. Wunderbar. So, wer möchte, kann jetzt hier schon ganz einfach mal die Glasblöcke dahinter setzen. Und da kannst du natürlich deine Lieblingsfarbe nehmen, ne? Was dir halt am besten gefällt. Ich empfehle dir einfach, versuch dir irgendwelche Blautöne zu nehmen, dann kommst du am Original halt eigentlich richtig gut ran. So, dann lassen wir die Tür erstmal bis jetzt hier in Ruhe und dann geht es jetzt weiter. Ich würde mal sagen, bevor wir vorne die ganzen Geldautomaten machen, machen wir erstmal an den Seiten die Fenster hin. Und für unsere ganzen Fenster an den Seiten, würde ich sagen, schlagen wir erstmal alles frei. Das heißt jetzt eher an den Seiten, gucken wir einfach mal, dass wir unten jeweils 3 Blöcke Platz haben. Danach schlagen wir die nächsten 2 weg und dann können wir das einfach mal bis zur anderen Seite hier ziehen. Zack. Wunderbar, und dann haben wir schon mal hier unsere Fenster freigehauen. Auf der anderen Seite, da drüben, müssen wir genau das gleiche Spiel machen. Da drüben ist jetzt auch schon frei, und das heißt, jetzt können wir hier einfach mal weitermachen. Und zwar immer, was wir hier machen, machen wir auf der anderen Seite genau gleich. Also, wir nehmen jetzt erstmal unsere steinzige Treppe zur Hand und fangen hier von der Seite an, dass wir erstmal die ersten 2 Blöcke freilassen, setzen eine Treppe hin, ups, natürlich hier so einmal darauf, dann wieder 2 Blöcke freilassen, dann wieder Treppe hin, 2 freilassen, Treppe hin. So, darüber machen wir dann jeweils auch nochmal eine umgedrehte Treppe hin. Und dann die ganzen Lücken, die wir noch haben, füllen wir aus mit Stufen. Und fertig sind die Fenster an den Seiten. Ich war auch gleich wieder so frech und habe da schon dahinter gleich das Glas hingesetzt. Ist ja kein schwerer Akt. Einfach Glasblöcke einfach genau dahinter ransetzen. So, das natürlich auf beiden Seiten. Und dann geht es weiter wieder auf unserer Vorderseite, wo wir natürlich schon die Tür haben. Jetzt machen wir die ganzen Geldautomaten hin, sie draußen. Das heißt, du musst ja nicht immer in die Bank reinlaufen, wenn du ein bisschen Geld abheben möchtest. Und die platzieren wir auf unserer Vorderseite, da wo wir schon ein bisschen den Eingangsbereich schon angefangen haben. Hier auf der linken Seite, da lassen wir einfach auf der linken Seite 2 Blöcke Platz, schlagen 2 Blöcke weg, lassen 1 Block da, 2 wieder weghauen. Und dann sollten wir noch hier 3 Blöcke an von, ja, würde man sagen, von weißem Beton noch haben. So, das machen wir jetzt hier alles auf eine Höhe von einem 4er Fenster. Und wenn wir das Ganze haben, setzen wir auf der Rückseite hin, würde mal sagen, oben eine weiße Betonschicht einfach mal ran. Zack. Und dann setzen wir jeweils, jetzt wenn wir auf der Innenseite sind, auf der linken Seite einen Ofen oder jedes andere Material, was du gerne haben möchtest als Geldautomat, da einfach mal ran. So, dann war es das hier schon und gehen wieder auf die Vorderseite. Da müssen wir natürlich den Automaten noch fertig bauen. Setzen wir jetzt jeweils hier, wo wir noch ein freies Fenster haben, eine Treppe hin, können unten wie oben noch ein paar Stufen hin platzieren und fertig ist unser Geldautomat. So, als nächsten Schritt können wir gleich ein bisschen blauen Zement uns schnappen und hier drüber einfach mal so eine kleine Schicht hinsetzen. Das soll so ein kleines Vordach sein. Und dann haben wir das auch erstmal fertig. Super, so, der nächste Schritt wäre denn, dass wir natürlich unser Fichtenholz, also Fichtenholztreppe und Stufe verwenden. Die verwenden wir jetzt einmal noch fürs Dach, also heißt das jetzt wieder ein bisschen Massenarbeit. Denn das Ganze müssen wir jetzt natürlich auch noch zuziehen. Wir fangen an, erstmal mit den ganzen Treppen, dass wir uns die platzieren. Also jetzt hier an den Seiten setzen wir jeweils erstmal hier eine Treppe hin, gleich danach wieder eine Treppe. Und immer hier in den Ecken kann man immer eine Treppe erstmal hinsetzen. So. Super, dann haben wir das schon einmal geschafft und jetzt setzen wir mit Stufen jeweils hier zwischen auf die geraden Flächen jeweils nochmal eine Stufe hin. Wunderbar. So, jetzt bleibt natürlich hier oben noch einmal alles offen und da setzen wir ganz einfach gesagt nur Stufen hin und in der Mitte machen wir da einfach mal einen Block raus. So, und dieses Format müssen wir jetzt einmal bis zur anderen Seite ziehen und du weißt, wir lassen das Dach auch jeweils immer einmal überstehen.
So, bei mir ist das Dach schon fertig. Ansonsten immer Video anhalten, ne, falls du das Ganze dir noch nicht fertig gebaut hast. Ja, haben wir das einmal rübergezogen bis zur anderen Seite und auch überall einmal überstehen lassen, müssen wir das Dach natürlich jetzt an den Seiten noch ein bisschen verfeinern, denn so können wir das natürlich nicht so einfach so da lassen. Das heißt, wir schnappen uns erstmal unsere Fichtenholzstufe zur Hand und fangen einfach an der Seite an. Wir setzen hier unter der zweiten Treppe eine Stufe, denn hier so eine Verbindung, eine Stufe wieder und hier zack, wieder Stufe, da eine Stufe, da eine Stufe. Also immer bei den Verbindungsecken müssen wir eine Stufe machen, damit das Ganze doch ein bisschen dicker wird und dadurch dann auch ein bisschen vielleicht etwas schräger wirkt, halt vom optischen her. Natürlich haben wir jetzt hier oben das kleine Problem, hier oben, wo wir den Block hingesetzt haben. Da hätten wir natürlich auch einen Block theoretisch vorne ransetzen können. Warte mal, mach ich mal kurz, zack. Sieht natürlich, finde ich, nicht so ganz optimal aus. Man kann natürlich einen Block nehmen oder man macht dann einfach hier, zack, eine Treppe hin. So, was man immer besser findet, machst einen Block hin oder eine Treppe hin. Wie du das Ganze haben möchtest, entscheidest wie immer du. Aber ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal eine Treppe. Ja, und was man hier macht, macht man wie immer auch natürlich auf der anderen Seite. Das heißt, hier machen wir es auch nochmal, damit es natürlich bei uns auch drin ist. Wir fangen an mit der Stufe an den Seiten, immer bei den Ecken hier, wo sich die immer miteinander, sage ich mal, treffen. Verbinden wir das Ganze immer mit einer Stufe, dass das Ganze dicker wird. Und hier mache ich dann auch oben einfach mal eine Treppe hin. Zack, das Ganze immer ein bisschen verdicken, ne? So, dass das Ganze halt ja, stabiler wirkt. Super. So, dann sind wir damit auch erstmal wieder durch. Und ich würde sagen, was machen wir jetzt? Gucken wir mal kurz in die Kiste rein, damit ich noch weiß, was ich machen muss. Ja, so, dann würde ich sagen, mache ich das erstmal weg. Zack, weg. Und dann bereite ich kurz etwas vor. Und dann sehen wir uns in einer Sekunde wieder. Die eine Sekunde ist vorbei und ich habe mir das Ganze vormarkiert. Ich glaube, die Welt schon auf, was wir jetzt gleich machen werden. Und zwar natürlich die Schrift obendrauf müssen wir natürlich auch noch platzieren auf unserer Bank, damit natürlich jeder weiß, was das für ein Gebäude ist. Und dafür brauchen wir wieder neues Blockmaterial. Das heißt, wir gehen wieder an die Kiste ran und holen uns ganz gemütlich hier die zweite Reihe raus. So, und das heißt, denn einfach jetzt zum Weiterbauen brauchen wir ganz einfach Quarzstufen, Quarztreppen. Den blauen Zement können wir uns jetzt wiederholen. Falls du den jetzt natürlich verwendet hast, ne, hättest du auch dafür eventuell blaue Wolle nehmen können. Ne? Wie es halt immer allen gefällt. So, dann holen wir uns noch eine Eisenfalltür raus, denn Eisengitter, dennoch hellgrauer Teppich, Steinstufen verwenden wir jetzt und dann natürlich noch graue Glasscheiben und hellblaue Glasscheiben. Ich empfehle dir jetzt bei diesen Glasscheiben, ne, wenn du jetzt natürlich hellblau verwendet hast, verwende jetzt auch wieder hellblau. Hast du irgendeine andere Farbe verwendet, verwende dann diese Farbe. So, und wenn wir dann das ganze Blockmodell dafür jetzt zum Weiterbauen haben, geht's dann los, würde ich mal sagen. Fangen wir erstmal an, damit wir ein bisschen Material verlieren, und zwar ganz einfach mit den Eisengittern. Und zwar, bevor wir jetzt oben an die Schrift rangehen, machen wir erstmal noch bei den Geldautomaten was hin, und zwar so ein kleines Geländer, damit man von den Geldautomaten nicht wegfallen könnte, oder ich weiß nicht warum, aber na, jedenfalls ist da ein Geländer. Das machen wir jetzt einfach mal hier an den Seiten unserer Geldautomaten jeweils einmal so ein Eisending hin. Dann platzieren wir dazwischen, ganz einfach mal gesagt, Eisenfalltüren. Zack, platzieren wir einfach mal dazwischen. Ups. So, wunderbar. Und darauf haben wir denn doch ganz genau gesagt, grauen Teppich, damit man die Löcher von unseren Eisenfalltüren nicht erkennt. So, und dann haben wir unser Geländer an sich dafür schon fertig. Danach machen wir noch so eine kleine Erhöhung, damit man auch an den Gateautomaten super rankommt, einfach mit den Steinstufen. Kleiner Tipp, verwende immer am besten das, was du auch für deinen Gehweg verwendet hast. Falls dieser Gehweg natürlich keine Stufen verwendet, dann nimm die einfach. Oder jede andere Art der Stufen, das, was halt optisch immer zu deinem Bürgersteig passt. So, wenn wir das Ganze denn hier schon fertig haben, geht es weiter mit unserem Eingang. Da brauchen wir jetzt einfach mal unsere Türen rein. Man kann hier natürlich den Boden natürlich auch einfach wie der Bürgersteig ist oder machst dann später halt, wie es innen drin ist, den Boden. Aber jedenfalls mache ich das erstmal. Und da setzen wir einfach mal unsere Tür rein, einfach hier vorne, zack, zack. Setzen wir die hier ran und fertig ist das Ganze. Du kannst natürlich auch so machen, dass sie auf ist oder halt zu ist, wie du halt gerne dir das Ganze bauen möchtest. Okay, so, dann haben wir unsere Tür auch gemacht. Ich mache einfach mal so, dass die nur so einfach mal offen ist. Genau, und dann würde ich sagen, geht's weiter. Und zwar einfach mal oben gesagt. Ich habe mir das Ganze schön vormarkiert, damit ich hier mich auch nicht vertue und wir einen guten Überblick haben. Wir nehmen jetzt einfach mal unseren blauen Zement zur Hand und fangen einfach mal auf der Vorderfront an. Ganz einfach gesagt hier auf der linken Seite an. Wir richten uns hier an so einer Seite. Wir hatten ja, sage ich mal, hier eine Treppe. Dann hatten wir noch eine zweite Treppe. Und ab der Stufenschicht geht's los. Wir lassen dann bei der Stufenschicht jeweils drei Stufen an sich in Ruhe. Dann schlagen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke an sich weg. Das Ganze geht noch zweimal nach hinten weg. So, wunderbar. So, dann haben wir hier schon mal eine freie Fläche. Die lassen wir noch nicht so. Wir machen noch eine größere hin.
Das heißt einfach, daneben lassen wir wieder eine Stufenschicht in Ruhe und dann schlagen wir einfach hier die Stufenschicht weg. Ich zähle jetzt nicht, denn wir ziehen das Ganze einfach bis zur anderen Seite hin und achten darauf, dass wir hier dann einfach noch 3 Stufen übrig haben. So, dann können wir hier hinter auch wieder 2 weitere Reihen weghauen. So, super. So, wenn wir das Ganze haben, füllen wir das jetzt einfach mal auf der Vorderseite erstmal aus mit blauem Zement. Machen wir auf beiden. Das Ganze hat dann eine Höhe von insgesamt 3 Blöcken. Das füllen wir einmal hier so aus und dann auch bis nach hinten können wir alles damit ausfüllen. So, haben wir denn die freien Flächen mit unserem blauen Zement einmal ausgefüllt? Sollte das Ganze so aussehen. Ja, wenn wir das Ganze haben, schlagen wir auf der Rückseite jeweils an den Seiten nochmal einen Block weg. So, weil an sich ist das Ganze so ein bisschen schräg nach vorne. Kann man in Minecraft in diesem kleinen Format natürlich nicht so ganz so gut darstellen, weil wir ja keine blauen Treppen haben. Von daher schlagen wir einfach hinten an den Seiten jeweils immer einen Block weg. So, wenn wir das Ganze haben soweit, geht's weiter. Und zwar mit den Quadratstufen und Treppen. Wir fangen jetzt an bei unserer kleinen Fläche hier vorne, wo wir jetzt an sich ja eine 4er Breite haben. Da machen wir jetzt einfach jetzt hier auf der einen Seite eine Treppe, mit den Treppen, sag ich mal, einen Buchstaben hin. Und zwar formen wir jetzt hier einfach mal gesagt ein B. Zack. Ich weiß nicht, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Wenn man es sich sieht, also wenn man sich anguckt, dann weiß man, wie das Ganze gesetzt ist. Relativ leicht, so ein B auch mal mit Treppen zu bauen, also nicht immer nur Banners. Und auf der anderen Seite machen wir ein S hin. Relativ auch schnell und leicht gebaut. Zack. Und schon haben wir hier ein S. Wunderbar. So, wenn wir das Ganze denn hier haben, würde ich mal sagen, geht es los hier natürlich mit den Banners. Aber davor müssen wir noch was anderes machen. Und zwar schnappen wir uns mal einfach mal eine Fichtenholzstufe. Denn wir machen einfach mal hier die Treppenschicht weg vorne und machen hier unten einfach mal Stufen hin. Das Ganze machen wir hier auch nochmal. Macht hier einfach die Treppen unten weg. So, dann machen wir eine Stufenschicht hin. Natürlich müssen wir dahinter, wo wir jetzt natürlich die Stufenschicht hingemacht haben, nochmal eine blaue Zementschicht hinmachen. Genauso stelle ich mir das vor. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum mache ich das jetzt hier mit noch einer Stufenschicht unten? Und zwar ganz einfach, sieht das natürlich doof aus, wenn die Buchstaben genau auf eine Treppe treffen. Und das sieht einfach schöner aus, wenn wir unten, sage ich mal, noch hier so ein bisschen was überstehen haben von unserem blauen Zement, wie oben halt der Fall ist. Und so sieht das halt eigentlich relativ schön abgeschnitten aus. So, und jetzt kommen wir natürlich hier, was da drauf steht. Und zwar können wir einmal die Blöcke hier wegtun, die wir im Inventar haben. Und müssen das Ganze jetzt hier mit Banners draufschreiben. Ich habe mir das hinten hier schon ein bisschen vorgefertigt. Dann nehme ich mir das einfach ab und übertrage das 1:1 hin. Falls du natürlich nicht weißt, wie man Buchstaben auf Banners sich baut, verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung ein kleines Tutorial. Da zeige ich kurz das ganze Alphabet. Und ich sage mal, wenn man einmal das gesehen hat, wie man Buchstaben auf Banners macht, dann braucht man es nicht mehr, dann weiß man es. Und naja. Als kleine Hilfe halt. Ansonsten schreibst du das genau auf dieses, einfach oben drauf. So. First Bank of Springfield ist jetzt dran geschrieben, genauso wie beim Vorbau. Ich habe mir das einfach ein bisschen leicht gemacht und einfach schon übernommen. Ja, das könnte ein bisschen dauern natürlich, sich das Ganze, sag ich mal, in Minecraft zu craften. Ich weiß ja immer, Buchstaben ist ja immer ein bisschen, das zeitbelästig, ne? Also das könnte immer ein bisschen dauern. Aber wenn man es geschafft hat, sieht es relativ schick aus. Ups, warte mal, wir machen hier vorne das nochmal weg. Wirkt doch gleich schon viel aufgeräumter, wenn da vorne nichts mehr ist. Ja, und fertig ist unsere First of Bank. Obwohl, mir fällt gerade ein, irgendwas haben wir vergessen. Warte mal, gucken wir nochmal in die Kiste rein. Wenn wir was vergessen haben, müsste es ja noch drin sein. Ha, da ist ja wirklich noch was drin. Na, nehmen wir uns das noch raus. Denn jetzt müssen wir noch, kannst du machen, musst du nicht machen, aber sind noch ein paar Pflanzen vor unserer Bank. Und zwar ganz einfach setzen wir einfach an den Seiten vor unserem Eingang noch ein paar Blumentöpfe hin. Da pflanzen wir hier einfach mal ein paar Kakteen rein. Und darauf setzen wir einfach mal ein paar Blätter. Ich verwende Fichtennadeln, kannst aber auch jedes andere Gewächs nehmen, was du gerne möchtest. So, und fertig sind die Büsche an den Seiten. Dann können wir das Blockmaterial auch wegtun. Die Kiste können wir auch gleich weghauen, denn es ist hier schick aufgeräumt. Ja, meine Aufgabe ist jetzt das Ganze noch einzurichten. Und falls die Frage kommt, warum haben wir die Rückseite keine Fenster macht, nichts gemacht, das ist einfach die Sache, es wird auch nichts vorgegeben von den Folgen von der Spiele-App, dass auf der Rückseite was ist. Da ist wieder unsere Fantasie gefragt, wie wir das Ganze halt auch einrichten, so können wir es dann auf der Rückseite machen. Aber ich habe schon, glaube ich, die Idee, ich mache hier den Bürgersteig so lang und dann ziehe ich die Mauer noch so lang. Muss mal gucken, vielleicht kommt hier auch ein Parkplatz hin. Naja, muss ich mal noch ein bisschen überlegen. Aber ansonsten versuche ich mich so gut es geht an die Folgen das hinzuhalten, um das innen drin einzurichten. Vom Platz her sollte es natürlich auch ein bisschen machbar sein. Mit den Fenstern müssen wir mal gucken, wie wir sie ganze verkleiden, ob wir sie nutzen oder ob ich sie ganz einfach zubaue. Na, schauen wir mal. So, aber ansonsten würde ich sagen, sind wir fertig mit unserer Bank. Teil 2 findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns ganz einfach in der nächsten Folge wieder, wenn ich natürlich hier vorne safety stehe. Und dann sage ich nur eins, und zwar ganz einfach, du weißt es, tschüss.